Ja, und anhand von diesem Video, was mit 12 FPS und einem Nokia-Handy aus 1890 aufgenommen wurde, sollte jedem klar sein, um was es heute geht. Wir schauen uns heute ein paar Kinder an, bei denen sich die Eltern denken, oh, hätten wir vielleicht doch lieber ein Kondom benutzt. Von Ausrastern bis hin zu ganz verrückten Sachen gibt es heute alles. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende. Es wird sich lohnen. Dieses Video hier stammt von einer Überwachungskamera im Haus einer Familie. Und dort in der Ecke steht der Sohn, der jetzt jemanden erschrecken will. Holy fucking shit. Wäre das mein Sohn gewesen, hätte ich mich mal bei dem Kinderheim in der Nähe meiner Stadt umgehört, ob die vielleicht noch einen Platz frei haben. What the f*** ging da ab? Erst die 5 Liter Kaffee und bekommt die dann ein Feuerlöscherstrahl ins Gesicht oder was ist das? Wie kommt ein Kind überhaupt auf so eine gottlose Scheiße? Aber ich muss Respekt zollen, weil er hat die Familie von diesem Müll-Starbucks-Coffee gerettet. Ein was Gutes hat es ja. Und genauso gottlos geht es weiter. She crashed her daddy's 458. Ach du heilige Scheiße. Stell dir vor, du leihst deiner Tochter deinen Ferrari, für den du 40 Jahre durchgebuckelt hast, und sie kackt einfach bei der ersten richtigen Kurve rein. Zum Glück ist hier nichts passiert, aber das wird teuer. Hätte ich das bei meinem Vater gemacht, er hätte mich halt Real Talk zur Adoption freigegeben. Oder mich gezwungen, ein paar von meinen Organen zu verticken, damit der Schaden vom Ferrari wieder reinkommt. Stop recording me! Get the f*** away from me! Nein, nein, nein! Ich halte jetzt schön mit der Kamera drauf! Haha, du hast den Ferrari von deinem Daddy gecrashed! Haha! Die Arme ist schon komplett auf Panikattacke am Telefonieren. Tja, mit wem telefoniert sie da wohl? Daddy, ich habe dein Ferrari gecrashed, aber es war nicht meine Schuld. Das Auto war schuld, okay? Tja, was sagt man denn dazu? Frau am Steuer, Ungeheuer. Women. Und dieses Gegreiche gerade am Ende hat mich an so kleine Babys erinnert, die auch immer am Schreien sind ohne Grund. Ja, okay, was war das denn? Das normale Schreien von Babys ist ja schon schlimm genug, aber stellt euch mal vor, die würden wirklich die ganze Zeit so klingen. Oh, hell nah. Und wo wir gerade schon bei Kindern und Babys sind, die die Kontrolle verlieren. So wie sie über den Ferrari. Was ist der Untergang für jeden Fernseher? Die Kombination aus einem wütenden Kind und Fortnite. Natürlich Fortnite, was auch sonst. This is like the same guy last time. Bro, chill, das ist doch nur ein Game. Wieso müssen eigentlich alle weirden und nervigen Kinder immer Fortnite spielen? Ich erkenne da so langsam ein Muster. Mama, spiel doch mal mit dem Nachbarskind. Das Nachbarskind. Nein, danke, Mama. Bruder, what the f***? Wieso das jetzt? Wieso musst du jetzt an deinem Fuß lutschen, hä? Oh oh, diese kurze Stille danach im Raum, wenn alle wussten, dass sie am Arsch sind. Ja, natürlich, der Klassiker. Erstmal die Schuld auf jemanden anderen schieben. Wer ist denn ausgerastet und hat den Controller weggeballert, nachdem er an seinem Fuß gelutscht hat? Hä? Richtig, du! Holy crap. Dude, do you realize what just happened? No! Instant Regret am Ende. No! Was habe ich getan? Wieso habe ich das getan? Das hier ist der Vater, wenn er nach Hause kommt und das sieht. Mafia! Komm raus! Hey, mein komm raus! Junge, zwei Optionen. Komm mal, leck mich ab! Arsch! Mann! Komm! 1:1 genau so. Oh no. Wenn ich dieses Standbild hier sehe, weiß ich, dass in 2 Minuten nichts mehr von dem Fernseher übrig sein wird. Oh mein Gott!
Oh Gott, der wurde einfach gepickaxed. Was ein peinlicher Moment. Dude! Oh my God! Dude, look at... I literally had a freaking llama! God! Dude! Mom! Mom! I need a new TV! This TV is horrible! Ey, lass doch deine arme Mutter aus dem Spiel. Was kann sie jetzt dafür? Hör mal auf zu zocken und geh ein bisschen raus an die frische Luft. Aber so wie der aussieht, hat er bestimmt schon seit 3 Wochen kein Sonnenlicht mehr gesehen. Damn, boy, he's sick, boy! No, boy, I need money! Get me to me! You're screaming? I need to play Fortnite! Okay, you don't have to scream. Yes, I do! In 2 seconds, I'm taking... What are you gonna do? Nothing! Okay, I need to play! Ich schwöre, würde so mein Sohn mit mir reden, ich würde diese Dinger hier zur Kampfwaffe machen und ihn jagen lassen. No, I need to! I'm gonna break it. Yeah? Yeah. Okay. Alright, I'm gonna break it. You better not break it. That's it! Who's the bad? That's it. Listen to me. Don't break the TV. Huh? No, 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 no. Are you gonna buy me a new one? No. Are you gonna buy me a new one? No. You're not gonna buy me a new one? Ach du Scheiße, war das peinlich. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Was ein Loser, der will den TV von seiner Mutter zerstören, damit er einen neuen bekommt und schafft es nicht mal. Das ist echt cringe. Oh dear, oh dear. No, 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 no. Find me a new one? No, you can't. Did that. You gonna buy me a new one? No! Stop! Oh my gosh, you your father. Me? It's gonna flip out. Okay. You gonna buy me a new one? No. No, okay, you okay, new okay. One? No, 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 no. Oh, stop! Me. Stop! Stop! You gonna buy me a new one? No, okay, no, it's done. It's done. Don't just stop. Was ein Hu. Ich glaube, das ist die beste Werbung für Verhütungsmittel, die ich seit langem gesehen habe. Was ein ekelhaftes Kind, Digga. Bah! Ich würde ihn direkt rausschmeißen, irgendwo im Wald, sodass er erstmal Seven vs. Wild Selbstversuch machen kann, damit er mal wieder klarkommt auf sein Leben. Nathan, shut up! No! Look at your dad's back that he had since he was a kid! Seriously? Well, you should have bought me a new TV. Yeah, sure. Or if you're, I'll fix it. No, you're gonna use it to break it some more. No, go get a broom. You gonna buy me a new TV? No. Yeah, you will. No, you can't play Fortnite. Uh-huh. Yeah, you will. Move. Look at all the glass. Oh God. Was geht eigentlich bei dem Kameramann die ganze Zeit? Der ist auch unsichtbar, oder? God damn, diese Kinder, die immer ausrasten müssen, so chillt doch einfach mal. Genau das denke ich mir auch bei dem nächsten hier. Ja, okay, Alter, was geekst der denn so im Unterricht? Was ist passiert? Hat dir jemand deine Lego-Figur oder deine Pokémon-Karte geklaut oder wieso rastest du so aus? Normalster Unterricht in Duisburg, be like. Sowas gehört da wirklich zum Tagesprogramm. Okay, wer dachte, dass es nicht schlimmer geht, der liegt falsch. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als nervige Kinder im Flugzeug. Das ist die Hölle. Die Hölle, weil es keine Flucht davor gibt. Du kannst nicht einfach weggehen. Nein, du bist für die nächsten Stunden ganz sicher damit gefangen. Oh mein Gott, wie kann er das so lange aushalten? Und sagen die Eltern da gar nichts? Was sind das für Eltern, die ihrem Kind sowas erlauben? Ich würde vorne ins Cockpit stürmen und dann meine GTA-Skills spielen lassen. Eine Frage habe ich. Was ist noch nerviger als kleine Kinder im Flugzeug? Richtig, kleine Kinderrapper. Ja, wo ist denn dieser Suki?
Die Menschheit geht echt den Bach runter. Der kann doch gerade erst mal seit 2 Wochen laufen. Was macht der mir hier jetzt auf Gangster Mengster mit Goldchain und Baggy Pants vor einem Polizeiauto? Wie kann ein Kind in so einem Alter überhaupt schon wissen, was Rap ist oder so? In den seinem Alter habe ich noch diese Play-Doh-Knete gegessen, weil ich so wenig Ahnung hatte von der Welt. Schnell zu deiner Traumfrau. Meine Seiten auf dem Niveau von Shaitan. Alles ist stolz, sogar meine Eltern. Das glaube ich nicht. Zeig das Video mal deinen Eltern und film ihre Reaktion bitte. Ich glaube, die sind alles andere als stolz auf dich. Wieder werden falsch alle raten. Was du machst, Patte, hast du einen an der Waffe. Wenn du kommst, bist du lieber still, weil wir dich sonst ficken, Bunnobil. Deine Schwester kommt, sag ich will Jaro, ich sag auch, fick die Faro, besser spiel ich mit uns, versuch es gar nicht, Kinder schicken bei Insta. Wann hört diese Plage auf? Wann hört es endlich auf mit 9 kleinen Instagram-Rappern? Bitte macht eure Hausaufgaben oder irgendwas anderes, aber bloß keine Musik. Bitte tut doch euch selbst, euren Familien und euren Freunden einen Gefallen und fangt erst gar nicht an in so einem Alter mit so einem Müll. Ansonsten endet ihr noch so. Lil Bro flext einfach mit so einem ausgedruckten Papierschein. Hell nah, was ist das denn? Und zum Abschluss habe ich noch jemanden gefunden, den seine Eltern bestimmt stolz sind, wenn sie das sehen. Wie hoch ist dein Bodycount? So 8, ne? Einmal habe ich so 5 an einem Tag mit so ein paar Freunden gemacht, aber ich weiß halt nicht mehr so ganz. 5 an einem Tag? Ja, das war komisch. Gleichzeitig so oder immer einzeln? Immer so nacheinander. 5 hier nacheinander? Hergebrettert. Ja, genau. Oha, okay, er ist ein Macher, okay, chichi. Ja, Mann, richtiger Macher. Und ja, alles gut, ich erlöse euch ja schon. Shoutout an alle, die es bis hierhin durchgehalten haben mit mir. Ihr seid die wirklichen Macher hier. Falls ihr nicht wollt, dass euer Kind mal so hier wird, zu deiner Traumfrau. Meine Seiten auf, dann gebt dem Video lieber einen Daumen nach oben und abonniert verdammt nochmal den Kanal, weil hier gibt's jeden Tag Banger-Videos, immer pünktlich um 14 Uhr. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.